Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Wir spielen heute Brainbow. Und es geht los. Mit dabei sind Jo, Gerd, Hart und Tabjau. Und ich habe die Namen ganz genau richtig ausgesprochen. So, der ist direkt weg natürlich. Dann gehen wir hier hoch und versuchen, irgendeinen Block zu finden. Da ist er. Aber da werden wir jetzt auf die Schnelle nicht drankommen. Vielleicht treffen wir den hier. Okay, und haben wir. Sehr gut. Okay. Oh, jetzt porte ich mich natürlich genau da rein. Ah, shit. Und bin tot. Aber sterben ist gar nicht so schlimm. Falls ihr das Spiel nicht kennt, kann ich es auch nochmal erklären. Und zwar ist das grobe Ziel, einfach mit den Redstone-Blöcken, wo eben TNT rauskommt, die Scorefelder der Gegner zu treffen. Und, was bin ich denn? Grün, ne? Okay, der ist weg. Und dadurch eben deren Punkte zu klauen. Shit, der hat mich getötet. Beziehungsweise sein eigenes Punktekonto dadurch aufzubessern. Rechts steht, wie viele Punkte man hat, beziehungsweise wie viel Leben. Sobald man 0 hat, gehen die Tore zu. Und wenn dann niemand mehr auf dem Spielfeld ist, ist man komplett raus. Oh, das könnte ich schaffen. Ja, sehr schön. Okay, da. Da gibt es noch ganz viele Special-Blöcke, die eben bestimmte Sachen machen. Zum Beispiel kann ich hiermit Instant Damage geben, sodass Leute instant sterben. Dazu sogar geklappt. Es ist leider ein bisschen verbuggt, sodass es nicht immer funktioniert. Aber generell ist das eben so der Plan. Dann gibt es Giftblöcke, das sind die grünen, womit man Gift-Potions verschießen kann. Und dann gibt es Schneeblöcke, die weißen, womit man Schneeblöcke verschießen kann, die sich eben auf dem Boden ausbreiten, wo man dann nur langsam drauf laufen kann. So, mal gucken, vielleicht bin ich da relativ schnell schön und kann mit denen holen. Da ist der nächste. Und dann direkt die blauen. Zack. Sehr schön. Dann ist erstmal nichts, dann gehe ich wieder nach oben. Und bisher läuft es auf jeden Fall mal ganz gut für uns. Da ist einer. Aber da portet sich schon jemand hin. Ein roter. Vielleicht kann ich ihn abschießen hiermit. Na, ah, zu hoch. Verdammt, sonst hätte es sogar geklappt. Aber da war ich zu langsam. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich war einfach. Aber hab ich nicht getroffen. Ah, kacke. Der ist nicht schlecht. So, langsam muss ich jemanden töten. Denn ansonsten habe ich keine Pfeile mehr. Wenn man jemanden tötet, hat man nämlich 8 Pfeile extra. Beziehungsweise bekommt die dazu. Nee, stimmt ja auch nicht. Man bekommt, oder man hat, nachdem man jemanden tötet, genau 8 Pfeile. Egal, wie viel man vorher hatte. So. Hat er einen Plan? Ist da was? Nee. Glaube ich nicht. Doch! So nicht! Okay. Shit. Der ist down und... war das so hoch? Nein, sehr schön. Dann nach da. Da kommt aber auch direkt jemand. Und ich bin gestorben. Der wird den jetzt wahrscheinlich wegschießen. Oh, und da ist der nächste. Mein Kollege läuft einfach drüber. Auch nicht schlecht. So, die gelben. Passt das oder war es zu hoch? Könnte zu hoch. Nein, hat getroffen. Sauber. Und wir führen echt mit einem ziemlich großen Abstand. Genau in der Mitte. Das lohnt sich, glaube ich, für mich jetzt nicht. Wobei. Oh, 2 Grüne jetzt da. Los, schießt. Schafft ihr das? Ihr schafft das. So, da geht's hinten. Und wieder in der Mitte. Jetzt wird der Rote den bekommen. Oder der Gelbe. Oder der andere Rote. Jetzt, den hole ich mir. Hier. Die Roten sind unsere größten Gegner. Ah, jetzt natürlich nicht funktioniert. Und die Gelben sind auch raus. Das heißt, wir kämpfen jetzt nur noch gegen Team Rot. Da ganz hinten ist einer. Wurde er denn sehen? Ne, er sieht ihn nicht. Das ist natürlich schlecht für ihn. Gerade so getroffen und der trifft auch. Sehr schön. Ich habe keinen Pfeil mehr. Dann muss ich schnell mal ein paar neue besorgen. Am besten, indem ich den hier töte. Nochmal abstauben von meinem Kollegen. Ich hoffe mal, das darf ich. Natürlich darf ich das.
So, ganz hinten. Der läuft da schon hin. Oh, benutzt noch eine Enderpearl. Schafft er das? Er wird abgeschossen. Dann mische ich mich auch mal ein. Okay, und... Oh, weg mit dir! Der sollte treffen. Okay, doch. Oh Gott. Auch getroffen. Und beide sind tot. Die anderen haben noch 2,5 Leben. Aber wir haben noch mehr als genug. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so dominieren. Weil die Roten auch gar nicht mal so schlecht sind, glaube ich. So. Oh, der war zu hoch vielleicht. Ja, der hat nicht getroffen. Lass mal da reinschießen. Das sind nämlich 3 Rote. Dann sind sie jetzt wahrscheinlich alle vergiftet. Ich sehe nichts. Oh Gott, alle tot. Dann ist jetzt die Chance. Ja, das war gut. Da hatte ich wohl nicht mehr genug Leben. Du bleibst stehen. Oh, Kacke. Jetzt habe ich nicht mal den Block getroffen. Dann vergiftest du mal. Das ist nächste Art, hätten gesehen. Das wusste ich nicht. Dass sie sich zum letzten Block portet. Müssen langsam wieder Gas geben, weil ich glaube, die holen ein bisschen auf. Hier vorne direkt. Sollte getroffen haben, genau. Da ist einer. Ich habe keine Blöcke mehr. Keine Pfeile. Ah, shit, der hat mich locker. Das war nix. Irgendwo reinpfeffern. Ja, der bleibt stecken. Jetzt können wir ihn töten. Bringt zwar überhaupt nichts. Ja, und ich treffe auch nicht. Aber was soll's. Da ist er. Kacke. Der trifft. Sehr schön. Schön in die Ecke geschossen. Nein! Oh, er hat's nicht gesehen, dass der andere direkt neben ihm war. Das ist meine Chance. Er kommt auch. Aber er steckt in der Wand. Gut, einmal noch treffen, dann sind sie raus. Beziehungsweise müssen wir sie dann noch töten. Hier ist er. Sieht er mich? Nein. Sollte treffen. Und er trifft. Jetzt noch töten. Wobei, sie haben auch wieder getroffen, ne? Ja. Das heißt, deren Tür ist wieder auf. Oh, hier vorne, über mir. Oh, ich habe keinen Redstone-Block. Kann ich mich hoch? Nee, hochbauen geht nicht. Ich könnte mich selber vergiften und dann versuchen, mich hier hoch zu damagen. Ja, geht sogar. Man braucht aber echt Glück dafür. Beziehungsweise muss das richtig gut timen. Und das ist mit Gift echt nicht einfach. So, Redstone-Block. Da. Er hat nicht getroffen. Das wird knapp. Das wird knapp. Aber ein Grüner ist auch schon da. Oh Gott, beide getötet und jetzt einmal rein. Oh nein. Ah, doch, hat getroffen. Ja. Jetzt töten. Einer ist noch drin geblieben. Den noch weg. Und dann ihn noch weg. Und, hat nicht geklappt. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt sind sie down. Jetzt sind sie down. Sauber. Und ich bin Topscorer mit 17 Scores. Das ist echt einiges. Sehr schön. Und ich bin aufgestiegen zum Rang Bullseye. Cool. Das müsste... Okay, ich weiß gar nicht, welches das ist. 2000 noch was. Vielleicht der 5., 6. Ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal. Stats. Das ist Rang Nummer 6. Cool. Ja, das war echt eine schöne Runde Rainbow. Und falls ihr selber spielen möchtet, das gibt's hier auf Timolia. Zack, Rainbow. Ist auf jeden Fall ein echt cooles Spiel, macht super viel Spaß. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.